Hallo zur endlosen, wirklich endlosen Nicht-Einführung ins stille Sitzen. Das heutige Thema ist eigentlich inneres Wetter. Ich nenne das so. Ja. Ich werde es vielleicht auch fühlen, jetzt nennen. Aber dann sind wir schon wirklich, eigentlich, obwohl es oberflächlich klingt, ziemlich tief drin. Ja, also wenn man in Fachbereiche geht, dann merkt man schon, dass die eine Schwierigkeit haben, Gefühle, Emotionen zu klassifizieren. Und bei dem stillen Sitzen und bei unseren Bewegungen geht es erstmal darum, zu fühlen. Und zwar ohne Benennung. Ich muss das immer wieder dazu sagen, es ist klar, wenn ich Schmerzen habe oder irgendwas ganz, also was sofortigen Eingriff erfordert, dann muss ich das machen, ne? Also wenn ich einen Notarzt rufen muss, dann muss ich einen Notarzt rufen. Darum geht es nicht. Also um solche dramatischen Sachen, sondern es geht darum, wirklich mit der Zeit immer mehr zu fühlen, ohne es erstmal benennen zu wollen. Mehr aus dem Rain-Prinzip angewandt auf die eigenen Gefühle. Und das ist enorm schwierig. Am Anfang fühlt man da nichts. Das ist relativ neu für einen selber, weil sofort nach dem Gefühl eine erfahrene Deutung und Handlung kommt. Ne? Und einfach mal bei Gefühlen zu bleiben. Alleine das dauert ewig und ist auch nie fertig. Also es wird interessanter mit der Zeit. Ne? Man kann, also wenn ich das jetzt als auf Anwendungsseite benutze, dann kann ich zum Beispiel sagen, also ich habe konkret was mit dem Knie schon seit Babyzeiten. Und wenn ich aufmerksam damit bin, ohne irgendwas davon zu verlangen, ohne irgendwas zu deuten und nur darauf zu achten, entsteht da Druck oder kann ich die gleiche Bewegung mit weniger Druck machen? Ja? Also immer wieder ähnliche Bewegungen zu praktizieren und immer wieder nur darauf zu achten, was passiert in meinem Knie, wie ist meine Gesamtausrichtung und so weiter. Und so wird mein Knie langsam besser. Also es hat eine praktische Geschichte auf jeden Fall. Für das stille Sitzen, wenn ihr Taktiken braucht, ist das eine Taktik, um mit dem plappernden Affengeist zurechtzukommen, weil der durchaus an diesen Gefühlen auch Interesse zeigen kann, sodass Körper und Geist in diesem Moment fühlen, jetzt anwesend sind, wach. Ob freundlich und gelassen, das sind eure Entscheidungen. Ich habe das, glaube ich, das gestern gesagt. Also die Entscheidung zum Beispiel zu sagen, für mich ist Aggression kein Werkzeug mehr. Ich nehme das nicht mehr. Nicht mir gegenüber und auch nicht anderen gegenüber. Versuche, wenn ich normalerweise Aggression benutzt habe, um irgendwas, also um Diskussionen zu unterdrücken oder um einen Kampf zu vermeiden oder sowas, einfach eine andere Art zu finden dafür. Ja. Also meine Präferenz ist eben die Freundlichkeit, ne, in Bezug zu Aggression. Ich möchte das nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass man das negiert. Sagt, ich habe jetzt keine Aggression mehr. Nein, fühlen. Fühlen. Ja?
Und dann mit dem Rain-Prinzip zu fühlen, was ich für an Gefühle habe. Das ist ja schon eine Emotion, ja, diese Aggression. Und bei den Positiven auch. Fühlen. Ich habe noch gar nicht meinen Wecker ausgepackt. Ich nehme komischerweise immer die Negativen. Also im Vermitteln, im Erzählen. Aber eigentlich, oder besser gesagt, es ist natürlich auch nett, das auf die positiven Varianten anzuwenden. In mir ist jetzt Freundlichkeit. Zum Beispiel. Und das wirklich mal wahrzunehmen. Wie fühlt sich das an, wenn ich wirklich mal freundlich bin? Und Freundlichkeit, das hatten wir schon mehrfach, kommt auch immer wieder vor, ist bedingungslos. Einfach mal freundlich. Mir und anderen gegenüber. Einfach so. Jemandem helfen. Einfach so. Natürlich nicht, wenn er das nicht will. Aber wenn jemand Hilfe, also offensichtlich Hilfe braucht und die auch haben möchte, eben nicht zu sagen, ich muss schnell weiter, sondern da helfe ich schnell. Ja. Oder ein bisschen länger. Ist gut. Und auch das bei sich wahrzunehmen. Wie fühlt sich das an? Fast wie eine Belohnung. Ja. Fühlt sich gut an. Aber auch Aufmerksamkeit. Wie fühlt sich das an? Und wie fühlt sich Gelassenheit an? Und erst später dann. Später, also je genauer man das bei sich kennenlernt, das ist alles dummerweise nicht so hundertprozentig greifbar. Na, womit willst du das greifen? Mit Beschreibung. Beschreibung ist wörtlich. Das ist präverbal. Ja? Das ist bevor Worte eingreifen. Und das ist auch das Problem, was die Fachleute haben beim Beschreiben von Gefühlen und Emotionen. Ja? Deswegen ist dieses, was gibt es für Grundemotionen, für mich alles nicht stimmig. Und die haben auch verschiedene Systeme und so weiter, die passen nicht alle, nicht richtig zusammen. Ja? Ist aber auch ein neuer Fachbereich, dieser gesamte Psychologiebereich. Wir sitzen jetzt einfach mal rum. Unter dem Aspekt dieses Fühlens. Ja. Im Anschluss gucke ich mir noch Fragen an, beantworte die, falls ich das kann. Jetzt sitzen wir erstmal rum. Ja. Einfach auch die Augen schließen, um diesen Sinneseindruck nicht mehr so stark bearbeiten zu müssen. Das kostet enorm viel Rechenkapazität. Ja. Und fühlen ist jetzt auch erstmal nicht hören, riechen auch nicht, schmecken auch nicht. Alles, was es da am und im Körper zu fühlen gibt. Und wie immer, also ihr seid jetzt nicht hier, wenn ihr irgendwelche starken Gerüche habt, dann ist das euer Aufmerksamkeitsobjekt, oder wenn ihr irgendeinen starken Geschmack oder irgendein starkes, lautes Geräusch habt, dann ist das euer Aufmerksamkeitsobjekt, ja. Also wenn ihr sowas nicht habt, dann seid ihr hier mit uns unterwegs. Erstmal fühlen. Ich nehme für meine normalen Meditationssitzungen wirklich manchmal einfach einen Akupressurpunkt, den Hauptquellpunkt unter den Füßen, auf einer Seite oder auf beiden sogar, um diesen Eindruck, diesen Gefühlseindruck willentlich zu verstärken, um mich damit besser zu erden, zu sammeln. Ihr könnt sowas auch machen.
wenn man aus dem turbulenten Alltag zur eigenen Meditationspraxis, zur eigenen Session, Sitzung kommt, ist das manchmal hilfreich. Einfach ein bisschen Druck auf diesen Quellpunkt. Und das ist eigentlich der tiefere Sinn von diesem Körperscan. Ne? Durch, mit Aufmerksamkeit durch den ganzen Körper gehen, um zu fühlen, was an den bestimmten Stellen, also von der Fußsohle bis zum Schädeldach, bis zu den Augen zu fühlen ist. Wenn ihr wollt, gehen wir zusammen den Fußsohlen, den Fußgelenken, den Unterschenkeln und den Knien, der Aufmerksamkeit weiter zu den Oberschenkeln, zu dem gesamten Beckenbereich, Bauch und unterer Rücken, mittlerer Rücken, Zwerchfell, Herz, Solarplexus, der gesamte Brust- und Rückenbereich, die Schulterblätter, oberer, vorderer Rücken, die Handflächen, Handrücken und die Handgelenke, Unterarme, Ellenbogen, Oberarme und wieder zu den Schultern. Der gesamte Nackenbereich, der Hals, vorne, hinten, wie fühlt sich euer Hals an? Ja. Und der Kopf als Ganzes, da irgendwelche Bereiche, die gefühlsmäßig in den Vordergrund treten. Und dann, wieso häufig, wenn ich das anleite, um die Augen. Gefühl um die Augen, könnt ihr da entspannen. Freundlich, aufmerksam und gelassen mit den Gefühlen, die in den Vordergrund treten. Und wenn das neutral ist, dann fühlt, wie der Körper vor sich hin atmet. Noch eine Minute.
Ja, noch zwei eurer eigenen Atemzüge. Und dann öffnet langsam eure Augen. Also diese Gefühlsebene, das Lernen dahin zu spüren, ist enorm wichtig, lehrreich und führt auch zu Gesundung. Also es hat viele Facetten, insbesondere wenn man dann doch anfängt, da Benennung drauf anzuwenden und besonders darauf zu achten, wo der Übergang ist von Gefühl zu Handlungsmustern und zu Deutungsmustern, nenne ich das mal. Also wie Gefühle Handlungsmuster anwerfen und Denkmuster. Das ist ziemlich wichtig. Also da lernt man über sich enorm viel und kann das dann auch bei anderen Leuten sehen, nicht um die zu bewerten oder sowas, sondern zu sehen, da ist viel im Untergrund aktiv, was nicht hilfreich ist. Ja? Wie zum Beispiel Aggression. Ne? Fühle Aggression, werde aggressiv, handle darauf. Und festzustellen bei sich selber, wie fühlt sich das an? Ne? Wenn ich zum Beispiel freundlich, jetzt endlich mal wieder weg von diesem Negativ zu sagen, wie fühlt sich das an, freundlich? Und auch dann die Ursachen dafür herauszufinden. Und auch zu gucken, wenn ich freundlich bin, was hat denn das für Folgen? Ne? Um das von dem Negativen mal wegzunehmen. Und die positive Verstärkung auch anzuwenden. Weil man kann im ganzen Körper enorm viel feststellen, nichts überdecken. Ne? Also wenn es irgendwo Marker gibt, auf die ich achten muss, ne? Ich übergehe da nichts. Aber wenn ich wählen kann, dann kann ich oftmals mehr, wenn es um Richtung Emotionen geht, eine eigene Entscheidung treffen und zu sagen, ich möchte mehr in die positive Richtung, mindestens aus diesem Negativity-Bias-Zusammenhang, dass eben Negativitätsinhalte 10-mal höher bewertet werden, höchstwahrscheinlich aus Überlebensstrategie, das ist ein fest verdrahtetes Handlungsmuster und sowas bei sich festzustellen und dann eben zu sagen, okay, da muss man wirklich sich einüben, mehr die positive Seite zu betrachten. Also die mehr in den Vordergrund kommen zu lassen, weil wir eine Prägung haben für die Negativität, um wenigstens so auf ein objektives Bild zu kommen. Ich glaube, das reicht für Fühlen. Mehr als schmackhaft machen kann ich nicht.